Ich bin vor 4 Jahren aus Deutschland ausgewandert und war jetzt wieder 2 Wochen zu Besuch hier und will euch mal hier in diesem Video, in diesem Uncut-Video, das heißt, hier wird nichts geschnitten, gar nichts. Ich werde es euch alles jetzt frei Schnauze erzählen und will ein bisschen darüber reden, wie das jetzt für mich war, die 2 Wochen hier in Deutschland. Ja, so ein bisschen Vergleich ziehen von vor 4 Jahren, wie das jetzt ist, ich sag mal, als Auswanderer wieder hier zu Besuch zu sein und nicht mehr als Einheimischer. Und ja, wo fange ich an? Also erstmal für die, die meinen Kanal kennen, ihr wisst, ich lebe in Portugal, ich habe mir 3 Hektar Land gekauft, ich lebe off-grid, ich will ein gesundes, naturnahes, autarkes Leben mir aufbauen und bin jetzt schon seit 1,5 Jahren voll dabei, richtig viel zu bauen und ja, mit einem kleinen Budget und so weiter. Und das heißt, ich lebe in der Natur mehr oder weniger, ich lebe dort mit Tieren und nicht den hygienischen Verhältnissen zum Beispiel, weil das war auch der erste Punkt, der mir ein bisschen unangenehm war. Ihr kennt das Uncut-Video von letzter Woche. Ich bin zum Flughafen Porto gegangen, ich war ziemlich schmutzig. Die Hose, die ich anhab, die war sehr dunkelbraun, weil die so schmutzig war. Aber ich lebe ja ohne Strom oder mit kaum Strom und habe keine Waschmaschine. Und ehrlich gesagt interessiert das mich in Portugal auch gar nicht. In Portugal mit meinen Freunden, mein ganzes Aussehen ist mir alles sowas von egal. Bei uns geht es wirklich hauptsächlich um Charakter, ums Leben und sowas. Also dieses Äußerliche musste ich mich jetzt in Deutschland erst wieder dran gewöhnen, wie pingelig hier viele auch sind. Gerade eben habe ich mir eure Spende eingelöst vom Frank und habe mir einen Döner geholt. Das Video kommt dazu noch. Und war barfuß und dann wurde mir so sarkastisch, sage ich mal, angeboten, ob ich nicht dem Dönerladenbesitzer seine Schuhe haben will. Also ja, aber ich nehme das alles mit Humor, muss ich sagen, auch bei meiner Ankunft. Ich hatte mich lange nicht rasiert, auch meine Frisur war eine Freundin, die auch in Portugal lebt, die hat mir die Haare geschnitten. Ich weiß gar nicht, ob es das erste Mal in ihrem Leben war, dass jemand Haare geschnitten hat, aber wie gesagt, für mich ist das alles egal. Ich finde mich schön, so wie ich bin. Ich brauche da jetzt keine Hairstyle haben und so viele Produkte. Also ein bisschen Körperhygiene betreibe, oder was heißt bisschen, ich betreibe Körperhygiene, ich wasche mich und so weiter. Deswegen ist mir das Aussehen dann an für sich egal, solange ich hygienisch und gesund bin. Und ja, dann bin ich mit Vollbart nach Portugal gekommen, Struppelfrisur, dreckige Hose. Und ein Freund hat mich abgeholt. Ich hatte auch einen sehr schlimmen Hinflug, muss ich sagen. Insgesamt, glaube ich, 6 Stunden Verspätung. Ich hätte um 23 Uhr abends landen sollen und bin dann erst um 4 Uhr nachts in Baden-Baden gelandet. Also, ja. Und dann bin ich auch direkt von dort auf die Baustelle gegangen, habe 3 Tage lang hier in Deutschland gearbeitet und habe auch mal einen Einblick bekommen, wie hier Häuser gebaut werden. Brutal schlimm, das ist ja ein reines Zement. Zementsteine mit ein bisschen Eisenstange, dann kommt Zementmörtel drumherum, eine dünne Plastikfolie, ein bisschen Isolierung. Und schon denken viele, so ein Haus kann hunderte Jahre halten. Aber meiner Erfahrung nach glaube ich, dass diese Häuser vielleicht 50 Jahre halten und dann werden die einen Wasserschaden im Keller haben. Was ja aktuell auch ein großes Problem in Deutschland ist, dass es viele Wasserschäden gibt, weil diese Isolation und diese Plastikabdeckung anscheinend nicht genug Schutz bietet. Oh, ein Wunder bei so billig Material. Nee, Spaß. So wird es halt gemacht. Auf jeden Fall habe ich das dann auch gemacht und habe dann dort gearbeitet. Und mein Freund hat mich abgeholt und ja, also ich nehme das alles mit Humor. Aber er hat mir dann auch ganz höflich erstmal angeboten, dass ich seinen neuen Rasierer ausprobiere. Das heißt, das war so eine passive Bemerkung wohl, dass es auch gut ist, wenn ich mich rasiere. Da hat er mir auch direkt einen Gürtel geschenkt, weil mein Gürtel kaputt war. Und ja, solche Sachen. Also überhaupt nicht schlimm. Ich kann es schon verstehen und so weiter. Und ich nehme das ja natürlich dankend an. Aber das war so die erste Sache, wo ich mich hier in Deutschland jedes Mal wieder dran gewöhnen muss, wie oberflächlich die Leute sind und so weiter. Und ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass es was Deutsches ist. Ich denke, das ist weltweit. Ich laufe die Strecke wieder zurück. Das ist wohl weltweit eine Sache. Das ist, würde ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwas mit der deutschen Kultur zu tun hat. Wobei hier, glaube ich schon, ja, hier trägt man ja auch viel Hemd und Jeans und guckt, dass man äußerlich einen guten Eindruck macht. Aber innerlich scheint es den Deutschen nicht so wichtig zu sein, ja, Liebe zu verbreiten und so weiter. Weil das ist definitiv ein Punkt, den ich hier jetzt nach 4 Jahren wirklich merke, was für eine kalte, grausame Kultur das hier wirklich ist. Ich finde es wirklich schlimm, dass hier
Erfolg und Effizienz immer vor Sozialem steht. Dass man durch harte Zeiten geht, um die Ziele zu erreichen. Dass man sagt, oh, das muss halt sein, das ist halt so, das muss sein und so weiter. Und ja, ich bin jetzt auch nach 4 Jahren nicht mehr am Diskutieren. Ich akzeptiere das, aber jetzt bin ich 2,5 Wochen hier und immer wenn ich solche, ja, finde ich jetzt ein Beispiel, die Panik um die Erderwärmung. Also der Klimalockdown ist ja jetzt noch eine Verschwörungstheorie. Und wie ihr wisst, ich habe Energie- und Umwelttechnik studiert. Ich kenne das alles. Ich weiß, wo die Messgeräte aufgestellt werden. Ich habe das im Studium gelernt. Ich hatte sehr kritische Professoren. 2 meiner Professoren waren Verschwörungstheoretiker. Das heißt, ich wurde nicht nur einseitig gelernt im Studium, sondern habe wirklich beide Seiten kennengelernt. Auch dass diese ganze Messung, was war vor 4 Tagen, habe ich zum Beispiel, das habe ich dann auch an einem Essenstisch vor mehreren linken Personen erzählt, würde ich mal sagen. Eine vielleicht sogar linksextrem. Da kam eine Meldung, der Juli war der wärmste der Geschichte. Um 0,0004 Grad war es wärmer als jemals. Und jeder, der weiß, wie man Temperaturen misst, wie die Messtechnik funktioniert, der weiß, dass man es gar nicht so genau messen kann auf die 0,0004. Stelle. Das heißt, absoluter Quatsch, was die Medien da wieder machen, um die Leute in den Klimalockdown zu treiben. Aber nichtsdestotrotz scheint die deutsche Gesellschaft wirklich so eine zu sein, die da ja, sich jetzt wieder in den Linksextremismus treiben lässt. Und ich würde jetzt liebend gerne die ganzen positiven Sachen aufzählen, aber ich finde es echt erschreckend traurig und ja, es tut mir auch leid, dass es meine Freunde und Familie betrifft, dass die auch, ich muss es sagen, gebrainwashed sind, so wie ich es auch vor 5 Jahren war. Ich habe, wo das ganze 2020, die Grippewelle kam, extrem recherchiert. Ich habe jetzt schon 7 Bücher über die RNA, über Gesundheit, über alles Mögliche gelesen und mich erschreckt es einfach, diese extreme Art hier in Deutschland. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich wirklich mal in meinem Freundes- oder Familienkreis Personen habe, die Leute richtig streng verteidigen, wenn sie denken, sie hätten mehrere Geschlechter. Für mich ist es so ein wirrer Gedanke, dass es mehr Geschlechter gibt wie männlich und weiblich. Also, und wie gesagt, ich bin auch hier kein Nazi oder Rassist, der was gegen Transsexuelle hat. Weil diese Nazi-Schiene wird hier auch immer wieder aufgeworfen. Und wie ihr wisst, damals, zu dieser Zeit, wo man ja nicht drüber reden darf, das waren alles Linksextreme, die Nazis. Die haben alles gemacht, wenn, ich weiß gar nicht, ob ich hier in YouTube das Wort sagen darf, aber wenn Hitler gesagt hat, hey, zieht euch alle Masken auf, und alle Linksextremen natürlich sofort Masken aufgezogen. Wenn Hitler gesagt hat, hey, wir müssen die Ungeimpften dazu überreden, das und das zu machen, alle Linksextremen natürlich das gemacht. Und diese Personen sind jetzt leider in meiner Familie, in meinem engen Freundeskreis. Und das ist schon jetzt auch nach 4 Jahren schwierig für mich auf sozialer, emotionaler Ebene zu handhaben. Und ja, das ist jetzt ein Punkt, das mir immer wieder auffällt. Ich war dann, wie gesagt, auf der Baustelle, habe da 3 Tage gearbeitet. Dann habe ich ja meine Online-Jobs, wie das YouTube-Video hier, wo ich dann in der Stadt nach einem Kaffee gesucht habe, wo ich mich hinsetzen kann und arbeiten kann. Und dann waren da islamistische Stände, die mit dem Koran rumgelaufen ist und den Leuten, die den Islamreligion nahebringen wollten. Und natürlich, das ist wahrscheinlich sowas Ähnliches wie Zeugen Jehovas, die dann versuchen zu überreden, dieser Religion beizutreten. Und diese deutsche Kultur ist echt am Aussterben. Und das finde ich schon schade, muss ich sagen. Und ihr wisst alle, ich bin kein Nazi, ich bin kein Rassist. Ich liebe alle Kulturen, ich finde es eine wunderschöne Sache. Auch die arabische Kultur, das alles, ich liebe es. Aber warum muss man in Deutschland jetzt, Ikea zum Beispiel, verkauft kein Schweinefleisch mehr im Hotdog. Das ist doch deutsche Kultur, lasst es doch. Und ja, und dann gibt es halt, wie gesagt, und leider auch wirklich viel, viel, viel in meinem engen Bekanntenkreis, die das wirklich richtig verteidigen. Und ja, dann finde ich das Wetter wunderschön. Ich finde es immer so schön. Ich bin normal immer im Januar hier und Ende Januar. Und das ist ja immer da die Zeit, wo dann die kalten Winde aus Richtung Osten, Russland und so weiter kommen. Und ich habe immer Schnee hier gehabt. Aber jedes Mal, wenn ich hierher komme, reden alle darüber, dass es keinen Schnee mehr gibt. Aber immer, wenn ich hier war, gab es Schnee. Letztes Mal hat es sogar an meinem Geburtstag geschneit. Und es war genauso, wie es früher immer war. Und das habe ich dann, vor einer Woche habe ich das jemand gesagt
Oh ja, wo ich im Januar, also habe ich gesagt, wo ich im Januar hier war, war ganz normaler Winterwetter, wir hatten Schnee. Und dann kam so eine aggressive Antwort zu mir rüber, nee, es war gar kein Schnee oder sowas. Aber ich wurde so angefahren und es passiert mir hier so, so oft. Und deshalb hoffe ich echt, dass diese Spaltung der Gesellschaft sich ein bisschen beruhigt. Und da muss auch ich mich beruhigen, weil das ist, für mich ist es nicht leicht anzusehen. Jetzt nach 4 Jahren jedes Mal herzukommen und dann auch immer diese Probleme zu sehen, auch wenn es um Geld geht und so weiter. Und wie ja, Freunde und Familie sich versuchen da rauszuretten, das mit den Erdwärmepumpen. Und ja, und was ich da nicht verstehen kann, wie die Leute denken, das wäre aus Versehen von der Politik passiert oder das wäre ein Fehler. Leute, die Politiker sind wirklich nicht dumm. Das sind richtig hochgradig intelligente Menschen, die wirklich hochgradig intelligente Lobbyisten im Hintergrund haben. Und glaubt mir, das ist alles kein Versehen. Und ja, ich finde es vor allem auch in Bezug auf Gesundheit. Also ja, ich muss sagen, ich habe gerade eben schon ein Video gefilmt, da habe ich zu viel erzählt. Aber ich habe kaum noch wirklich gesunde Freunde. Und auch die Bezeichnung gesunde Freunde. Ich habe Leute, die haben Bluthochdruck, aber behaupten felsenfest, sie wären gesund. Oder auch übergewichtige Freunde und behaupten felsenfest, sie wären gesund. Und das finde ich dann schon ein bisschen krass, weil wir wissen ja, diese Injektion verdickt das Blut mit den Spike-Proteinen. Und ich bin ja Diabetiker Typ 1, das heißt, ich selbst bin auch nicht gesund, sondern schwerbehindert. Und ich weiß, was es bedeutet, wenn das Blut verdickt und dass alle Krankheiten dadurch entstehen können. Als Diabetiker ist man gesundheitsgefährdet und so ist es jetzt mit den ganzen gentherapierten Freunden leider. Und das bricht mir jetzt schon seit 4 Jahren mehr oder weniger das Herz, aber genau wie ich es damals angekündigt habe, die Langzeitfolgen fangen jetzt Schritt für Schritt an. Behaupte ich zumindest, es kann ja natürlich auch an der Ernährung liegen oder sonst was. Aber das ist auch schlimm für mich zu sehen, wie krank Deutschland wird. Und da möchte ich eine Geschichte erzählen. Ich muss es so erzählen, dass ich keinerlei Namen oder irgendwie sowas sage, aber wir hatten Magen-Darm-Virus im Umlauf. Ich habe in einem Haus gelebt mit 3 Personen. Also wir waren zu viert, alle 3 komplett Magen-Darm. Eine Person nur für eine Nacht und die anderen 2 für 2-3 Tage. Und ich hatte absolut nichts. Ich war topgesund, obwohl ich in einem Haus gelebt habe. Und ich wurde dann die ganze Zeit gewarnt, oh, du darfst nicht aus derselben Flasche trinken. Und ich wollte ja meine Familie besuchen, oh, du darfst die Person nicht besuchen, sonst steckst du die an, auch wenn du gesund bist. Die ganze Propaganda, was da mit der Grippewelle 2020 betrieben wird, das ist jetzt so fest in den deutschen Köpfen verankert, dass sie jetzt eine riesen Angst vor Bakterien haben. Immer muss man sich die Hände waschen, immer muss man Desinfektion mit, man muss da aufpassen. Dann wo ich in einem Haushalt gelebt habe mit Magen-Darm, haben mir andere Leute, die mit mir was machen wollten, mir abgesagt, weil sie Angst haben, dass sie sich bei mir anstecken können, obwohl ich gesund bin. Und das ist für mich so ein wirres Ding, weil ich habe zum Beispiel, wann war es, 2021, eine Studie mir angeschaut oder beziehungsweise eine ganze Vorlesung von der Uni Essen über Kleinstlebewesen, über Bakterien, Nematodes, also unser Immunsystem und auch die RNA und die DNA, das sind ja Eiweiße beziehungsweise Aminosäuren und so weiter. Wenn man das mal versteht, dann weiß man, wie krass ungesund Desinfektionsmittel ist, wie wichtig es ist. Ihr wisst noch von ganz früher, wenn die Oma kommt, den Daumen ableckt, beim kleinen Kind im Gesicht abwischt. Das ist gut, das ist wichtig. Heute wird man wahrscheinlich geschlagen, wenn man ein Kind anspuckt und so sauber macht, weil die Bakterien ja einen töten können. Die Bakterien schützen euch. Und ich weiß nicht, deswegen, ihr merkt wahrscheinlich auch schon, dass es mich ein bisschen gerade reizt. Aber so ist es. Ich fliege jetzt morgen wieder nach Portugal. Und es beruhigt mich dann auch immer wieder, weil ich war jetzt zum Beispiel, im Januar war ich ganze 4 Wochen hier. Ich wollte mal wieder richtig meine Familie richtig sehen und sowas. Und auch, ja, ihr wisst, ich bin ein schwarzes Schaf. Ich bin der einzigste Ungeimpfte im Bekanntenkreis oder nicht der allereinzigste, aber ja. Und wollte das einfach jetzt alles mal reparieren, sag ich mal, die ganzen Beziehungen, die ich hier in Deutschland habe. Aber dieses Leben hier gefällt mir einfach nicht mehr. Zum Beispiel jetzt auch auf der Baustelle zu arbeiten, diese 8 bis 9 Stunden am Tag zu arbeiten, viel zu viel.
Ich arbeite jetzt ja 3 Jahre lang so viel ich will. Ich kann mir jeden Tag aussuchen, ob ich 10 Stunden arbeiten will, ob ich 1 Stunde arbeiten will, ob ich gar nicht. Und in Portugal habe ich für mich rausgefunden, so 3-4 Stunden am Tag. So bin ich glücklich. Das ist ein gutes Leben, wenn man mal ein großes Projekt hat. Vielleicht auch mal 6-7 Stunden. Aber so wie hier gearbeitet wird, das ist ja krass. Also ich war fix und fertig. Das war echt eine harte Arbeit. Kann ja natürlich auch sein, dass es der Job war und so weiter. Aber dieses 9-to-5-Job, wie hier in diesem System, kann ich euch allen raten. Wenn ihr irgendwie die Chance habt, rauszugehen, beziehungsweise, nee, ihr habt immer die Chance, kündigt einfach euren Job und haut ab. Ganz ehrlich, ich sag's, wie es ist. Ich glaube, dieses Land wird im Bach runtergehen. Ich glaube es nicht, ich sehe es schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die Spaltung ist schon voll da und wenn das alles jetzt noch weitergeht, ja, ich will da jetzt nicht zu viel Negatives sagen. Sondern guckt euch um, es gibt wunderschöne Länder, es gibt wunderschöne Jobs. Ich wurde sehr oft gefragt von engen, liebenden Personen, ob ich nicht wieder zurück nach Deutschland will und warum nicht und so weiter. Und der Grund ist einfach, in Deutschland kann man nicht leben ohne dieses 9-to-5-Business. Oder du machst dich selbstständig und dein ganzes Leben ist komplett vorbei. Oder nur noch Arbeit. Aber du kannst hier in Deutschland als Freelancer oder sowas, oder ich sag mal mit 400-500 Euro im Monat kannst du hier nicht leben. Wenn du in Deutschland leben willst, dann bist du mehr oder weniger gezwungen, entweder das Bürgergeld zu beantragen und dich dem Staat zu beugen oder dich wirklich kaputt zu arbeiten. Anders, da kann man hier kaum arbeiten, außer ihr habt vielleicht schon 20 Jahre Berufserfahrung und eine gute Karriere. Dann geht es schon, aber für mich ist es ein absolutes No-Go, hier jetzt wieder zu leben. Und ich muss sagen, so wie ich das jetzt in die Kamera spreche, so spreche ich das nicht zu meinen Freunden und Familie, weil ich will niemanden beleidigen. Deswegen auch, falls ihr zuschaut gerade, Kollegen, Brüder, Schwester, Mutter, alle, nicht persönlich nehmen bitte, das ist halt meine Ansicht. Und ich bin glücklich in Portugal und ich werde auch in Portugal bleiben. Oder wer weiß, vielleicht gehe ich auch nach Afrika, mache eine Ranger-Ausbildung, vielleicht nach Costa Rica, werde dort wieder Tourguide. Mir alles egal, aber eins ist mir sicher, im Westen werde ich nicht leben. Das ist für mich eine Kriegsnation. Schaut euch einfach die Aktien von IG Metall an. Und nein, das ist kein Zufall, das ist von den Politikern und den Lobbyisten alles komplett gezielt und geplant. Das sagen die sogar vor den Kamera. Mein Instagram-Account, die Videos wurden gelöscht, weil die angeblich gelogen waren. Oder Fake News und so weiter. Aber glaub mir, die Zensur ist real. So, ich will hier die ganzen Leute nicht filmen. Und ja, jetzt schon